Von der Rettungsleiter in 60 Metern Höhe gibt es den besten Blick auf die Interschutz. Rund 1500 Aussteller präsentieren die neueste Technik. Mittendrin die Flughafenfeuerwehr des Hannover Airport. Brand- und Katastrophenschutz hat eine ganz hohe Bedeutung an internationalen Verkehrsflughäfen. Wir müssen eine leistungsfähige Feuerwehr vorhalten, damit Flugbetrieb stattfinden kann. Und das wollen wir hier auf der weltgrößten Messe natürlich zeigen, dass der Hannover Airport gut aufgestellt ist. Dieser Neuzugang fasziniert das Publikum. Ein Rosenbauer Panther der neuesten Generation mit 4 Achsen. Das ist schon was ganz Besonderes. Und es wird ab September bei uns am Flughafen zu sehen sein. Dann geht das Fahrzeug voll in den Betrieb. Im Moment sind wir selber noch in der Lernphase. Einen Panther lenken. Wie das geht, können die Besucher nebenan auf der Showbühne üben. Im Flugsimulator wartet die nächste Herausforderung. Und zum Schluss ein Foto mit dem Airport-Maskottchen. Doch einer läuft allen den Rang ab. Der Border Collie Timmy ist das Maskottchen der Interschutz. Der Rettungshund besucht mit seinem Herrchen den Stand der Airport-Feuerwehr. Neben dem eigenen Stand wollen sich die Feuerwehrleute auch selbst über Neuerungen im Brandschutz informieren. Die Interschutz ist noch bis Samstag geöffnet. Bis dahin werden an die 130.000 Besucher auf der Messe erwartet.